Herzlich willkommen zurück zu Fallout 76. Ich gucke mal, ob man jetzt hier am Event sich noch ein bisschen beteiligen kann. Irgendwas schießt hier aber auf mich. Ist auch nicht genau was. Wohl irgendein Ghoul oder Verbrannter natürlich, aber... Da! Und da! Damit. Gibt's doch nicht. Salisbury Steak. Bald schon wieder ein Level up. Ich frage mich gerade nur, wo das ist. Das ist hier unten. Hier ist es. Bin ich zu weit oben. Bis ich das gefunden habe, sind die wahrscheinlich eh schon fertig. Na, ein bisschen gezielter zuhauen muss man schon. Irgendwie fehlt mir hier noch so ein bisschen die Orientierung in diesem Kraftwerk. Oder man muss doch erstmal irgendwie rein. Ja, das ist natürlich ein anderes. Da kommt man, glaube ich, rein. Aber da war ich ja eben auch schon mal drin. Da muss man vielleicht doch von da aus rein. Versuchen wir es mal. Ich habe keine Ahnung. Hier geht es zumindest hoch. Da steht einer. Ah, genau. Und hier so sieht dann zum Beispiel auch eine Powerrüstung aus. Ich weiß nicht, warum der da jetzt wartet. Ich gehe einfach mal rein. Mal gucken. Mehr als sterben können wir auch nicht. Granate ist auch mal ganz gut. Er ist flink. Eieiei. Okay. Ich glaube, hier ist eine Waffe doch erstmal mehr angebracht. Oder eine Schusswaffe erstmal mehr angebracht. Wo denn? Repariert gerade. Die anderen müssen ihn wahrscheinlich beschützen. Okay, jetzt ist der da. Ach, dann war der vielleicht noch im Ladebildschirm. Würde ich mal vermuten. Ach, da oben. Aber cool, dann haben wir hier das Event dann auch mal. Sag so, alleine muss man es ja eigentlich nicht machen. Das bringt ja nichts. Ich folge dem jetzt einfach mal unauffällig.
wir haben gedacht, warte, wo müssen wir noch? Oh. Ich sehe aber auch gar nichts. Wahnsinn. So, nimm einfache Reparaturen am Reaktorsystem vor. Das ist da drüben. Oder auch nicht. Hä? Auch hier. Und hier kann ich auch reparieren. Sehr gut. Das hier ist doch schon repariert. Da hinten kann man noch. Da ist noch einer kaputt. Zack. Einer fehlt noch. Hier. Der stand gerade auch wieder einfach nur rum. Tja, und du? Ich glaube, hier sind wir durch. Da oben ist noch einer. Also die laufen da oben jetzt noch rum. Ich würde mich dann einfach nochmal wieder an denen orientieren. Vielleicht wissen die ja, was sie machen. Im Gegensatz zu anderen. Und so ist die Multiplayer-Komponente eigentlich ganz nett. Man macht mal kurz irgendwie ein Event irgendwie zusammen, ohne groß in irgendwelche Teams reinzugehen. Finde ich eigentlich schon ganz cool. Was jetzt hier? Entsperren. Intelligenz raus. Hacker rein. So. Landing. 3 Treffer. Das ist natürlich super. Nowhere. Varying. Auch 3 Treffer. Hurting. Zack. Überbrücken und rein. Schießt er jetzt auf mich? PvP gegen irgendwen im V-Rüstung ist natürlich Blödsinn. Ups. Den muss man hier gar nicht reparieren. Hier kriegt man erstmal nur voll die Raddröhnung. Das lassen die mich jetzt schön machen, scheinbar. Boah, gerade wird es ein bisschen viel. Einmal wieder nach oben. Ich brauche mal eben Red Away. Hilfsmittel, dann Red Away. Also ein Red X auf jeden Fall. Und ein richtiges Red Away. Geht nicht anders. Dafür entsperren habe ich auch keine Zeit. Gut, immerhin gibt es jetzt nur noch einen Rudd statt 3. Das ist auch schon mal nett. So, und wo sind jetzt noch Sachen, die repariert werden müssen?
Sind die auch schon wieder raus? Da hinten leuchtet es auf jeden Fall noch. Aber unten. Nicht blöd. Wo ist es denn? Hier war doch irgendwo eine Markierung. Abgeschlossen. Dann nichts mehr raus hier. Oder? Geht's da unten? Da unten ist doch noch irgendwo was. Ach, das Rohr. Das Rohr war's. Komme ich hier raus? Landarbeiterkleidung. Stehe ich da Chemikalienanzug? Hier gibt es zumindest immerhin keine Strahlung mehr. Weiß nicht, ob ich jetzt hier richtig bin. Wahrscheinlich waren wir noch nicht ganz fertig mit dem anderen. Aua. Aber es gab Level Up zu Stufe 12 und ein neues Perk-Kit. Sehr nett. Oh, russische Eier, das ist gut, was zu essen. Mal hier schon mal ein bisschen aufräumen. Also ein bisschen lebt er noch. Oder ist er tot? Könnte tot sein. Komme ich da hinten hoch? Autsch. 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 Jo, ist klar. So, jetzt müssen wir nur noch das Kraftwerk neu starten. Macht nur gerade keiner. Ich laufe hier mal eben durch. Ich weiß ja nicht mehr, wo man das Kraftwerk neu starten muss. Hier vielleicht. Im Keller. Ja. Raus hier. Oder eher rein hier. Nee, hier bin ich falsch. Oder? Starte muss ein Kraftwerk neu. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Ich denke eher nicht. Aber die anderen werden das ja zur Not auch machen, also. Gut, vielleicht verlassen die sich jetzt auch drauf. Lustig wäre es ja, wenn es da nicht klappt, weil keiner jetzt das Kraftwerk neu startet. Keine Ahnung. Protektronschild. Okay. Dass man hier alles mitnehmen kann. Ach. Hier bin ich wieder. Nee, hier möchte ich ja eigentlich nicht hin. Verloren auf der Suche nach dem Ausgang.
Also das Kraftwerk wird man ja wahrscheinlich schon im Kraftwerk neu starten. Vielleicht auch das Terminal. Ups. Auf jeden Fall geht's hier ganz gut ab. Oh, eine Bastelwerkbank gibt's hier sogar. Cool. Da oben dann sein. Bin jetzt aber scheinbar doch woanders. Die Reaktorabriegelung wurde aufgehoben. Haben sie es jetzt gemacht? Die Sicherheitsabriegelung wurde aufgehoben. Oder muss jeder das Kraftwerk neu starten? Ah, er macht's gerade. Nee, doch nicht. Geben Sie sich zu erkennen. Eindringlich. Hier geht's. Feindliches Ziel. Au. So. Nehmen die Rüstung einfach mal mit. Keine Ahnung, ob die gut ist. Und wer wirft hier die ganze Zeit mit Granaten? Zeit zum Heilen. Nicht mehr auf hier. Meine Güte. Hat er jetzt ernsthaft den Protektor angegriffen? Ist doch nicht wahr hier. Haben wir es jetzt mal. So, Patronen auf jeden Fall mitnehmen. Okay. Oh, Metallrüstung. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. Event ist ja auch abgeschlossen. Zum Glück. Ja, haben wir das Kraftwerks-Event tatsächlich auch mal mitgemacht. Sehr gut. Ist die Frage, geht das jetzt hier irgendwo wieder raus?
Terminal. Oh, jetzt muss ich echt wieder was trinken. Habe ich noch abgekochtes Wasser? Ja. Sogar noch einmal aufbereitetes Wasser. Ein bisschen was zu essen habe ich auch noch. So. Oh. Viel zu viele hier. Und da ist doch eine Nuka-Cola Quantum. Sehr cool. So, hier kommt man runter. Und raus. Reicht. Mit dem Kraftwerk. Auf jeden Fall gab es nochmal wieder einige Belohnungen dafür. Ich habe auch wieder gar nicht so schnell gesehen, was. Gucken wir uns gleich mal in einem ruhigen Moment an. Cool. Aber ne, wie gesagt, das ist eigentlich mal ganz nett. So mit anderen dann einfach nochmal ganz zwanglos so ein Event zu machen. Oh, ein bisschen zu unterstützen. Hat ja dann irgendwie nochmal in der Verplantheit dann ja doch auch einigermaßen funktioniert. Weiß nicht, der Siebende hat dann irgendwann wohl aufgegeben oder keine Lust mehr gehabt oder vielleicht auch einen Disconnect gehabt. Aber so hat das doch super geklappt. Und vom Namen her bestimmt auch ein Let's Play-Kollege. Schöne Grüße. Haben wir doch ganz gut hingekriegt. Ach ja. Erstmal hier wieder schön die Ladezeiten. Mal gucken, kann man hier vielleicht auch irgendwie die Bilder wieder löschen? Ich habe ja vorhin aus Versehen ein paar zu viel gemacht. Das fand ich auch nicht so schlimm. Je nachdem, wo die dann wieder abgespeichert werden. Und die T45 gibt es zum Beispiel auch hier. Der hier eben von dem hatte ja auch tatsächlich eine Power-Rüstung, zumindest Teile schon mal davon. Aber auch die scheinen Gewicht, also verbrauchen, glaube ich, Gewicht. Das ist echt ein Problem. Wobei, oder bringen die mehr Gewicht? Eigentlich müssten sie ja mehr Gewicht bringen. Ja, keine Unwahrheiten hier verbreiten. Liest man sowieso auch immer so viele. Ist eigentlich auch ganz schlimm. Aber gut, lässt sich nicht vermeiden. Na? Die Musik hat aufgehört. Aber das Spiel lädt weiter. Ach, unter Hilfe gibt es ausführliche Erklärungen zu Themen wie Herstellung, Camp, Nutzung, PvP-Regeln und mehr. Okay. Wobei ja so die Zeit der Handbücher eigentlich doch vorbei ist. Gut, ich glaube, die Musik hat auch aufgehört, weil ja Kampf vorbei ist. Oh, ich hoffe, dass der jetzt nicht wieder abgeschmiert ist. Ich möchte doch meine Werkstatt haben. Aber es dauert halt schon wieder ziemlich lange. Gut, die Tipps gehen weiter. Immerhin das. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine kurze Folge draus. 24 Minuten ist auch in Ordnung. Dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn er dann entweder fertig ist mit Laden oder ich mich mit einem neuen Server verbunden habe und dann unsere schöne Werkstatt wieder weg ist. Mal gucken. Bis dann.